gab's was? Oder? Achtung! Werden wir grad. Ja! Okay, weg! Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Luc Frieden, ich freue mich, Sie heute zum Antrittsbesuch hier in Berlin zu begrüßen. Der Berliner Winter bringt es mit sich, dass wir auf die militärischen Ehren diesmal verzichten mussten, aber das können wir bei einer nächsten Gelegenheit, wenn die Temperaturen wieder besser sind, nachholen. Unsere beiden Staaten verbindet eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft. Als Gründungsländer und Partner in der Europäischen Union sowie als Alliierte in der NATO setzen wir uns schon lange für Wohlstand und Frieden in Europa und darüber hinaus ein. Unsere bilateralen Beziehungen sind ausgezeichnet. Das gilt insbesondere für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Diese gute Zusammenarbeit werden wir weiter vertiefen. Bei unserem Gespräch heute haben wir uns natürlich über die drängenden internationalen Themen ausgetauscht. Das wichtige Thema dabei ist die Ukraine. Seit knapp 2 Jahren verteidigen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer heldenhaft gegen die erbarmungslosen Angriffe Russlands. Über Weihnachten und danach hat es weitere schwere Luftangriffe auf ukrainische Städte gegeben, mit viel Zerstörung und vielen Toten. Der russische Präsident scheint wild entschlossen, seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine mit unveränderter Härte fortsetzen zu wollen. Deshalb werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine ebenfalls unvermindert fortsetzen. Nach den USA ist Deutschland mittlerweile der stärkste Unterstützer der Ukraine. Das wissen Sie. Allein für dieses Jahr haben wir Vorsorge getroffen, um Waffen und Material im Wert von mehr als 7 Milliarden Euro an die Ukraine zu liefern. Gerade in dem kritischen Bereich der Luftabwehr sind wir vorne dabei, führend Gepard, Patriot, IRIS-T und ganz neu das Skynex-System. Wir stehen mit unserer Industrie in täglichem Kontakt, um zu besprechen, wie schneller und mehr geliefert werden kann. Hinzu kommen humanitäre und finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe sowie die politische Unterstützung für die Ukraine. Meine Damen und Herren, so wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Spätestens bis zum Europäischen Rat am 1. Februar brauchen wir einen möglichst präzisen Überblick, welchen konkreten Beitrag unsere europäischen Partner zur Unterstützung der Ukraine in diesem Jahr leisten werden. Europa muss demonstrieren, dass es eng an der Seite der Ukraine steht, an der Seite der Freiheit, des Völkerrechts, der europäischen Werte. Wir jedenfalls werden die Ukraine unterstützen, solange wie das nötig ist. Einen anderen, nicht minder bedrohlichen Konflikt erleben wir gerade im Nahen Osten. Israel verteidigt sich gegen die Terrororganisation Hamas. Dabei steht fest, Israel muss dabei im Rahmen des humanitären Völkerrechts handeln. Die humanitäre Versorgung in den palästinensischen Gebieten ist prekär. Die Warnungen internationaler Hilfsorganisationen dürfen nicht ignoriert werden. Die israelische Regierung muss alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, dass die Zivilbevölkerung in Gaza in diesem Konflikt besser geschützt wird und deutlich besseren Zugang zu humanitären Hilfeleistungen erhält. Eines muss uns dabei aber klar sein. Dieser Krieg kann sofort enden. Hamas muss mein menschenverachtendes Treiben beenden. 2 Millionen Bewohner Gazas aus der Geiselhaft entlassen. Ihre Führer müssen sich ergeben. Und ich rufe den Iran auf, diesen Konflikt nicht noch weiter anzuheizen. Die Raketenangriffe der Hisbollah sowie die Attacken der Houthi im Roten Meer sind eine schwere Bedrohung der internationalen Sicherheit. Der dritte Schwerpunkt unseres Gesprächs drehte sich, wie sollte es auch anders sein, um die Themen, die auf der EU-Agenda oben stehen.
Gerade haben wir beschlossen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufzunehmen und Georgien den Kandidatenstatus zu verleihen. Das sind historische Schritte. Die Zukunft dieser Länder liegt in der Europäischen Union. Gleiches gilt aus meiner Sicht für die Staaten des westlichen Balkans. Die Erweiterung der Europäischen Union ist dann erfolgreich, wenn die EU gestärkt daraus hervorgeht. Hierzu bedarf es nicht nur Reformen, auch die EU muss sich beitrittsfähig machen. Was dafür zu tun ist, wird mit den Mitgliedstaaten nun diskutiert. Deutschland und Luxemburg werden sich in die Diskussion aktiv einbringen. In meiner Prager Rede habe ich erste Hinweise gegeben, wo ich Änderungsbedarfe sehe. Wichtig ist, dass die Europäische Union gemeinsam pragmatische Lösungen für akute Probleme entwickelt. So wie das kurz vor Weihnachten gelungen ist beim gemeinsamen europäischen Asylsystem. Nach langem Ringen haben wir eine gute Lösung im Kampf gegen irreguläre Migration gefunden. Die Einigung steht. Eine weitere gute Nachricht: Der Schengen-Raum wächst weiter. Bulgarien und Rumänien werden in wenigen Monaten ebenfalls Teil des Schengen-Raums werden, zunächst bei Flug- und Schiffsreisen. Sie sehen, Europa kommt voran. Sehr geehrter Herr Premierminister, herzlichen Dank für den Antrittsbesuch in Berlin und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Es ist für einen Luxemburger eigentlich normal, einen Antrittsbesuch in Berlin zu machen. Und dennoch glaube ich, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass Europa als Alternative zum Krieg erfunden wurde und dass es eigentlich ein Geschenk der Geschichte ist, dass dank Europas wir heute so zwischen Deutschland und Luxemburg diese ausgezeichneten Beziehungen haben können. Europa ist ein Friedensprojekt und ich glaube, dass dieser Krieg in der Ukraine, aber auch die kleinen Konflikte, über die wir geredet haben, im Balkan, wo wir helfen wollen, dass die überwunden werden können, dass wir niemals diese europäische Konstruktion als Selbstverständlichkeit ansehen sollten. Und deshalb sind wir an der Seite Deutschlands, um gemeinsam zu versuchen, diese Europäische Union erweiterungsfest zu machen, dass wir uns einsetzen werden, damit der Rechtsstaat überall in Europa voll und ganz funktioniert und dass wir durch unsere ausgeprägte Diskussionskultur Europa auch als Friedensinstrument und als Wohlstandsinstrument in der Zukunft weiter verteidigen können. Das ist unser Anliegen und deshalb freut es uns, dass wir diesen warmen und herzlichen Empfang heute in Berlin bekommen haben. Im Übrigen, Herr Bundeskanzler, die Sonne schien, als wir mit dem Flugzeug in Berlin landeten und ich glaube, das war ein gutes Omen für unsere Gespräche. Die Kälte war nicht präsent in unseren Gesprächen, ganz im Gegenteil. Deutschland ist Luxemburgs wichtigster Handelspartner. Deutschland ist, viele Luxemburger wohnen in Deutschland, aber auch sehr viele Deutsche arbeiten in Luxemburg und Deutschland ist auch das beliebteste Studienziel luxemburgischer Studenten. Also ich glaube, dies alles bringt Europa nach vorne. Ich war am vergangenen Freitag bei einer Gedenkzeremonie in Paris für Präsident Delors. Wir haben über Erasmus geredet, wo Delors eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und ich glaube, wir sollten all diese Dinge in unseren zwischenstaatlichen Beziehungen nicht unterschätzen, weil es wichtig ist für die Zukunftsgestaltung Europas. Europa wird von Menschen gestaltet. Und das gilt auf der Ebene der Regierungschefs, das gilt auch auf der Ebene der Wirtschaftsakteure und der Bürger. Und deshalb wollen wir auch diese wirtschaftlichen Beziehungen und die menschlichen Beziehungen zu Deutschland unter meiner Regierungszeit in Luxemburg ausbauen. Und die Regierung, die ich anführe, ist eine sehr proeuropäische Regierung. Wir werden also auch ganz bewusst mit Deutschland, mit Frankreich, mit Belgien, unseren drei Nachbarstaaten, an dieser europäischen Integration uns weiter beteiligen. Für uns ist es wichtig, dass wir europäische Lösungen finden. Das gilt in Bezug auf die Ukraine. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass in der Tat die Solidarität auch innerhalb Europas spielt, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, politisch, finanziell, militärisch und beim Wiederaufbau. Und da wird auch Luxemburg und alle anderen Staaten ihren Beitrag leisten.
Und ich teile die Auffassung des Bundeskanzlers, dass jeder seinen solidarischen Beitrag leisten muss, weil es ja darum geht, Frieden und Freiheit und die Souveränität unserer Staaten nach dem Aggressionskrieg, der jetzt schon vor 2 Jahren begonnen wurde und der schreckliche Konsequenzen hat, damit dieser nicht Nachahmer finden kann. Es geht um mehr als nur um ein Territorium, ein Teil des Territoriums der Ukraine. Es geht um grundlegende Prinzipien, das wird auch Luxemburg die Ukraine weiterhin voll und ganz mit seinen Mitteln unterstützen. Wir werden auch auf eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland bilateral weiter hinarbeiten. Das betrifft Fragen wie zum Beispiel bei erneuerbaren Energien, wo wir sehr stark uns darum bemühen, mit Deutschen, auch mit anderen, bei einigen Initiativen gemeinsam erneuerbare Energien zu produzieren. Das ist für uns als kleines Land sehr wichtig, aber ich glaube, das gilt auch für andere Staaten, die etwas größer sind als Luxemburg. Auf jeden Fall, Herr Bundeskanzler, wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit, die es immer gab zwischen unseren Staaten und die, wie gesagt, eine breitere Dimension hat. Wir versuchen uns auch als Vermittler zwischen einigen Staaten in Europa. Wir reden ein bisschen Deutsch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Luxemburgisch, ein bisschen Holländisch. Und das hilft manchmal, nicht nur die Zeitungen verschiedener Länder zu lesen, sondern auch die Probleme dieser Länder besser zu verstehen. Und Europa im Endeffekt gilt es darum, einige Positionen besser zu verstehen und dann zur gemeinsamen Lösung zu kommen. Und ich hoffe auch, dass wir beim nächsten Europäischen Rat, einem außerordentlichen Europäischen Rat am 1. Februar, auch in Bezug auf die Ukraine, auch zusammen mit Ungarn zu einer gemeinsamen Lösung kommen können. Es ist im Interesse Europas und somit auch aller seiner Mitgliedstaaten. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für den Empfang. Und noch einmal, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten und zwischen uns beiden. So, wie üblich gibt es hier Fragen und Möglichkeiten, die an den Vergangenen der Erwartung geben. Wie vom Luxemburger Wort. Herr Ministerpräsident, Sie haben eben von den vielen Sprachen geredet, die die Luxemburger sprechen. Ihre beiden Vorgänger haben ja ihre Regierungsarbeit ein bisschen unterschiedlich angelegt. Herr Bettel eher frankophil, Herr Juncker ein bisschen eher Richtung Deutschland. Wie wollen Sie das denn halten? Und Herr Kanzler, wie wichtig ist denn Luxemburg für Sie als Bindeglied zu Frankreich? Ich sehe mich als richtiger Europäer. Und deshalb ist für mich die Sprache nur ein Instrument, zu meinem europäischen Traum beizutragen. Ich schreibe mit meinen Kindern und meiner Frau in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. Meine Frau ist Niederländerin. Ich habe in verschiedenen europäischen Staaten studiert, auch in Amerika. Und deshalb kann ich mich nicht in einige dieser Kategorien einklassieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen und dass wir Diskussionen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu einem gemeinsamen Ziel führen. Mich besorgt es sehr und macht mich sehr traurig, dass eigentlich zurzeit sehr viele Konflikte auf der Welt stattfinden, wo die Menschen nicht miteinander reden. Das ist nicht eine Frage, ob sie Französisch, Deutsch oder Englisch reden, sondern dass Konflikte militärisch ausgetragen werden. Und deshalb habe ich meinen ersten Satz gesagt, dass Europa eine Alternative zum Krieg ist. Wir haben es fertiggebracht, nicht wir, unsere Vorgänger, nach 1945 mit unterschiedlichen Sprachen, aber mit dem gemeinsamen Traum, in Frieden, Freiheit und Wohlstand zu leben. Und daran müssen wir arbeiten. Und dazu hilft die Sprache, aber vor allem die Sprache als Instrument der Verständigung mit den anderen zu reden. Und daran werde ich als Ministerpräsident arbeiten, mit Deutschland, mit Frankreich, aber auch mit allen anderen und vor allem auch mit den mittelgroßen Staaten in Europa, weil das notwendig ist, auch in Bezug auf die Erweiterung, die in den nächsten 10 Jahren für Europa notwendig sein wird. Wir alle sind Europa. Europa sollte für uns alle das wichtigste nationale Anliegen sein, das wir vorantreiben. Weil in der Welt, in der wir jetzt schon leben und bald leben werden, wir nur gemeinsam noch etwas ausrichten können im Sinne unserer Vorstellung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Marktwirtschaft. Dazu gehören sehr gute Beziehungen untereinander, gute Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich,
gute Beziehung zwischen Deutschland und Luxemburg. Und natürlich hilft es den guten Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, dass die von Luxemburg zu Frankreich und Deutschland sehr gut sind. Herr Bundeskanzler, das Thema Ukraine ist eben schon angesprochen worden. Der luxemburgische Ministerpräsident ist ja anscheinend optimistisch, dass noch eine Einigung mit Ungarn gelingt auf dem Sondergipfel, damit man die Finanzierung sicherstellt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie ähnlich optimistisch sind oder braucht es einen Plan B, um Ungarn dann die 50 Milliarden, die Mitte Dezember vorgesehen waren, für die nächsten Jahre an Finanzhilfe zur Verfügung zu stellen. Und eine kurze Nachfrage zu Ihrem Eingangsstatement. Sie sagten eben, Militärhilfe für die Ukraine oder Lieferungen etwas über 7 Milliarden. Ich dachte, Deutschland würde den Beitrag in diesem Jahr verdoppeln von 4 auf 8 Milliarden. Gibt es da eine Differenz oder können Sie erklären, warum Sie 7 eben gesagt haben? Danke. Nein, wir haben die Mittel bereitgestellt für 8 Milliarden und deshalb habe ich gesagt, wir werden das über 7 Milliarden ausgeben. Das war einfach, weil es ja alles noch belegt werden muss, denn wir haben ja noch nicht alle Projekte definiert. Aber es ist genau diese Summe, die ist auch in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses vor der Winterpause schon beschlossen worden. Als Beitrag zum Haushalt und darauf aufsetzend haben wir jetzt unsere entsprechenden Vorschläge für die Weiterentwicklung des Haushaltes gemacht. Die Summe steht da drin. Ich will ausdrücklich auf Ihre Frage antworten, dass ich zuversichtlich bin, dass wir es hinbekommen, einen Beschluss aller 27 Mitgliedstaaten zustande zu kriegen. Und das ist das, woran wir sehr intensiv arbeiten und wo wir uns viel Mühe geben, dass das auch tatsächlich möglich wird. Ich hoffe, es gelingt, dort eine gemeinsame Haltung, hinter der sich dann auch alle versammeln können, zu formulieren, auf der Basis dessen, was unsere Diskussion vor Weihnachten dargestellt hat. Und das ist die Finanzhilfe für den Haushalt der Ukraine in den nächsten Jahren des jetzigen auslaufenden Finanzplanungszeitraums der Europäischen Union, also eine mehrjährige Hilfe bestehend aus direkter Finanzhilfe mit Zuwendung und bestehend aus Krediten. Das ist auch notwendig und daneben bleibt aber auch die Notwendigkeit, dass das, was an Waffenhilfe von den einzelnen Ländern gewährleistet wird, dass das groß genug ist. Und ich unterstreiche noch mal, was ich eben gesagt habe. Das, was wir bisher kennen, ist nicht groß genug. Wir brauchen höhere Beiträge. Vielleicht sind die alle schon geplant, aber sie sind uns nicht bekannt. Und deshalb haben wir auch die Europäische Union gebeten, dass sie einmal abfragt bei den einzelnen Mitgliedsländern, was denn die Planungen sind. Unsere sind so definiert, wie ich das eben geschildert habe. Wir haben uns im Haushalt die Möglichkeit verschafft, 8 Milliarden zu investieren. Wenn da beschlossen wird, was wir doch annehmen dürfen. Herr Ministerpräsident, Herr Kanzler, Europa braucht ja einen neuen Ratspräsidenten und es gibt ja schon viele in Europa, die sich Sorgen machen, wer denn bei Übernahme der Präsidentschaft durch Ungarn Herrn Orbán einhegen soll. An welchen Namen denken Sie denn? Schönen Dank für diese Frage und schönen Dank für Ihr Verständnis, dass Sie glauben, dass Sie sehen, dass wir kurz nachdem Charles Michel uns von seinen Plänen in Bezug auf eine Kandidatur für das Europäische Parlament unterrichtet hat, noch keine Entscheidung darüber jetzt treffen wollen. Aber das wird uns schon sicher gelingen, dass wir die notwendigen Entscheidungen vorbereiten, wenn es soweit ist. Und das sind noch viele Monate hin. Ich möchte dem hinzufügen, dass der Bundeskanzler und ich sind Juristen und der Vertrag lässt, glaube ich, in Bezug auf die Ernennung des Ratspräsidenten auch mehrere zeitliche Möglichkeiten zu. Und die werden wir uns in Gesprächen in den nächsten Monaten gut überlegen müssen. Es sind ja auch Europawahlen in der Tat im Juni. Und ich glaube, dass aus meiner Sicht es auch wie in der Vergangenheit Sinn macht, sich all diese nach den Europawahlen anstehenden Ernennungen in den einzelnen Institutionen, dass man sich die gemeinsam anschaut, damit diese Institutionen und deren führende Persönlichkeiten auch miteinander in einem guten politischen und menschlichen Zusammenhang arbeiten können und zusammenatmen können. Ich glaube, dass man sich deshalb
genügend Zeit geben muss, um sich das gut zu überlegen. Die Europawahlen dieses Jahr sind sehr wichtig, denn sie entscheiden die Zukunft Europas. Das ist die europäische Demokratie. Und wir müssen auch das Resultat dieser Wahlen selbstverständlich auch bei Ernennungen mit einbeziehen. Herr Bundeskanzler, ich würde gerne nach den Protesten der Landwirte fragen, nachdem inzwischen vier Ministerpräsidenten aus den Reihen der SPD gefordert haben, die alle Kürzungen, die die Landwirte betreffen, zurückzunehmen. Ist es möglich, dass die Bundesregierung hier noch einmal nachjustiert und tatsächlich allen Forderungen der Landwirte nachkommt? Und wie besorgt sind Sie, dass die Proteste der Landwirte von rechtsradikalen Kräften oder anderen Extremisten unterwandert werden? Und Herr Ministerpräsident, schließen Sie sich der Kritik des Bundeskanzlers an, dass etliche EU-Länder zu wenig bisher gemeldet haben an Hilfen für die Ukraine? Und was erwarten Sie von einzelnen, gerade großen EU-Staaten, wie zum Beispiel Frankreich in dieser Hinsicht? Vielen Dank. Schönen Dank für die Frage. Ich will ausdrücklich sagen, dass es notwendig ist, dass wir hier Entscheidungen treffen. Und dazu gehört immer auch, dass Subventionen, die seit vielen, vielen Jahren hart kritisiert worden sind, in einem sehr sorgfältig abgewogenen Schritt abgebaut werden. Das ist der Vorschlag, den die Bundesregierung jetzt gemacht hat und der jetzt in den Fraktionen, wo wir heute unseren Beschluss gefasst haben. Und die Bundesregierung steht dazu. Die Fraktionen werden, wenn ich das richtig sehe, das jetzt einbringen in die Beratung des Deutschen Bundestages. Und dann wird das in sehr kurzer Zeit zur Abstimmung im Bundestag stehen. Das ist unser Vorschlag. Und ich glaube, dass er auch richtig und abgewogen ist. Und viele haben ja auch von Ihnen berichtet, wie sich die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahren zugetragen hat. Und nochmal, niemand sollte sich Illusionen machen. Es schreiben sich gut viele seitenfüllende Leitartikel über die Notwendigkeit von Subventionsabbau. Aber jeder kleine Schritt wird dazu führen, dass man viele Stimmen hört, die sagen, aber nicht diese. Und ich glaube, wenn das die Haltung wird, werden wir niemals irgendeine Subvention abbauen. Deshalb glaube ich, dass wir klug beraten waren, den Landwirtinnen und Landwirten der Landwirtschaft sehr weit entgegenzukommen mit dem neu austarierten Beschluss, der uns möglich geworden ist, weil wir den Haushalt eben nicht im letzten Jahr beschlossen haben, sondern jetzt und deshalb den weiteren Haushaltsverlauf des Jahres 2023 und die weiteren Vorhersagen über unsere Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2024 mit einbeziehen konnten. Und den Spielraum haben wir sinnvollerweise genutzt im Sinne der Landwirtschaft. Aber das ist unser Vorschlag. In Bezug auf die Frage der Proteste, ganz klar, Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Und deshalb ist angesichts der Tatsache, dass die Regierung den Landwirtinnen und Landwirten weit entgegengekommen ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt Maß und Mittel gehalten werden. Das sollte auch ein Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein, gerade in aufwühlenden Zeiten wie diesen. Zu der mir gestellten Frage möchte ich sagen, dass für uns und ich glaube für alle Europäer die Ukraine und die Zukunft der Ukraine wichtig ist. Wie ich vorhin gesagt habe, es geht um fundamentale Prinzipien, die in Frage gestellt worden sind. Das erinnert uns auch Luxemburg an die sehr dunklen Zeiten vor vielen Jahrzehnten. Und deshalb können wir natürlich die Ukraine hier nicht alleine lassen. Und deshalb müssen alle Staaten, die an den Rechtsstaat glauben, die an die Souveränität und die Unabhängigkeit der Länder glauben, müssen ihren Beitrag dazu leisten. Das ist die militärische Hilfe, das ist natürlich auch die direkte finanzielle Hilfe, das ist die humanitäre Hilfe, das ist die Hilfe auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und ich glaube, bei jedem dieser Themen und gesamt geschaut müssen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihren Beitrag leisten. Und da stimme ich dem Bundeskanzler zu, dass jeder nach seinen Möglichkeiten, aber proportional auch zu seinem Haushalt, auch seinem Verteidigungshaushalt hier helfen muss. Ich kann ihm übrigens sagen, dass Luxemburg 16% seines Verteidigungshaushaltes für die Ukraine ausgibt. Ich teile die Auffassung des Bundeskanzlers, dass es gut ist, dass die Europäische Union uns zeigt, was in diesen einzelnen Bereichen die einzelnen Mitgliedstaaten tun.
Es ist nicht der Beitrag eines Landes, es ist ein gemeinsamer Beitrag für die Ukraine und es geht um Grundprinzipien der Zukunft unseres Kontinents. Geben wir die Ukraine auf, geben wir viel mehr auf als nur ein Staat, was schon viel wäre, aber wir geben Grundprinzipien aus und aus unserer Sicht ist das nicht gut für die Zukunft Europas und deshalb werden wir weiter an der Seite der Ukraine stehen. Meine Damen und Herren, Aufmerksamkeit schließen gegen das Prozess. Ja, Kanzler. Schönen Dank und ein gutes neues Jahr. Ja. Also zuerst, nicht die beste Pressekonferenz, mit der wir machen.